So, 6:38, 37, jetzt habe ich eingestellt, gut. Wenn die 5:11 ein bisschen schneller fahren würde, hätte ich keine Sorgen. Man ist eigentlich da, warte mal, Fahrplan einsehen, 6:42 und der soll rausfahren. 6:37, das geht eigentlich von der Zeit her. Und sonst kommt der nächste, das wäre ein 43, auch wieder einer aus Brühl und fährt nach Gleis 4 und fährt nach Köln Eiffeltor. Da kommt eine SE aus Gleis 2. Kommt von hinten irgendwo her. Oh, es dauert noch Jahre. So, jetzt machen wir einen hektischer hier. Nö, bleibt so langweilig. Naja, langweilig ist es nicht, aber. Und wir haben schon 86 D-Mark verdient. Yeah, bin ich reich. Alles wunderbar. Keine Meckereien. So, 5:11 hat eine Minute Verspätung, aber nicht durch mich. Denn die waren ja richtig schon gestellt. Da kommt jetzt schon der Güterzug an. Und da ja nichts anderes erwartet ist, 43, 46 ist am Bahnhof, jetzt muss ich rechnen. Ach, Gleis 4 brauche ich gar nicht rechnen, das ist gut. Gleich hinterher schicken hier. Wenn er es will. Ja, will er machen. Und 43, das dauert noch 4 Minuten. Aber können wir ja schon mal hier rüber schicken. Dass wir den schon mal aus dem Gefahrenbereich raus haben, da vorne. Dann kommt eine SE, genauso aus Brühl. Der fährt nach Kalkscheuren Gleis 2. Aber das dauert ja noch. Und zwar 2 Minuten später kommt die an. Dürfte also keine Probleme geben. 3 Minuten kommt die andere Bahn. Aber man sieht ja schon, wie lange es dauert hier. Und gleich ist die Aufnahme wieder zu Ende hier. Ich bin schon über eine Stunde. Ach, ist schon zu Ende. Ist das schon neue Aufnahme wieder? Willkommen zurück zu Kalkscheuren. Wir haben hier mehrere Züge am Fahren. Und ich lese mal was von der Dampfmaschine vor. Letztes Mal haben wir ja was über die Wattdampfmaschine gelernt. Und davor haben wir was über Zugverkehr gelernt. Und jetzt kommt was mit der Dampfturbine. Die Dampfturbine musste bei der Dampfmaschine die hin- und hergehenden Kolbenbewegungen erst durch mechanische Vorrichtung in die benötigte Drehbewegung umgewandelt werden, erzeugt diese die Dampfturbine direkt. Sie war außerdem bei gleicher Leistung erheblich kleiner als eine Dampfmaschine, sowie kostengünstiger in Anschaffung und Betrieb. Deshalb wurde mit ihrer zunehmenden Verbreitung der Bau der Dampfmaschine eingestellt. Cal GP, De Lavel und Charles A. Parsons bauten 1883 und 1884 die ersten betriebsfähigen Dampfturbinen. Allen Turbinen gemeinsam ist der Rotor in den die Druck- und Strömungsenergie des Dampfes in Drehbewegung umgesetzt wird und die Leitvorrichtung, die den Dampf die gewünschte Strömungsrichtung gibt. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Gleichdruckturbinen De Lavel und Überdruckturbinen Parsons. Gleichdruckturbinen nutzen nur die Strömungsenergie,
Geschwindigkeit des Dampfes. Dazu wird der Dampf vor dem Rotor in Düsenleitvorrichtung entspannt. Der Druck wird in Strömung umgewandelt. Die Dampfstrahl trifft mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die gekrümmten Rotorschaufeln, wird umgelenkt, verliert dabei an Geschwindigkeit und dreht den Rotor. Überdruckturbinen nutzen Druck und Geschwindigkeit des Dampfes. Unter hohem Druck und mit verhältnismäßig geringer Geschwindigkeit tritt Dampf in die Turbine ein. Die Leitvorrichtung lenkt ihn in die gewünschte Anströmungswinkel auf dem Rotor. Zwischen den Rotorschaufeln baut sich der Druck ab und wird in Geschwindigkeit umgewandelt. Die dadurch auftretende Rückstoß- und Reaktionskraft verstärkt die Drehung des Rotors noch zusätzlich. Damit die im Dampf gespeicherte Energie möglichst gut genutzt wird, sind mehrere hintereinander angeordnete Rotorstufen notwendig. Der Dampf durchströmt deshalb nach dem Austritt aus der ersten Stufe erneut eine Leitvorrichtung und trifft auf die zweite Stufe. Dies wiederholt sich mehrmals. Da mit zunehmender Entspannung des Dampfvolumens zunimmt, steigt der Rotordurchmesser mit zunehmender Stufenzahl. Dampfturbinen werden für unterschiedliche Leistungen und Anwendungsbereiche gebaut. Während kleine Dampfturbinen zum Beispiel zum Antrieb von Ölpumpen nur Leistungen von weniger als 1 Kilowatt haben, sind in Kraftwerkturbinen mit Leistung von über 1 Million Kilowatt in Betrieb. Ja, das war die Dampfturbine. Auch sehr informativ eigentlich, ne? So, 3504 kommt gleich an. Der kommt aus Köln, geht aufs Gleis 2. Hier können wir schon mal weiterführen, da ja schon ein Bereich gleich drin ist. Dann kommt einer aus Köln City, KC, und kommt aus Köln-Eiffeltor, geht auf Gleis 3 und geht weiter nach Seffenwil. Können wir auch schon mal hier schalten. So, 446. Jetzt kommen einige Züge an hier. Seffenwil. So, 3504 geht auf 2. Den werde ich natürlich vorschicken. Und 46 kommt er aus Eiffeltor. Und dann kommt er aus Köln-Süd. Regionalbahn. Der geht wahrscheinlich auf 52. Nee, der geht nach Koblenz. Der geht also oben rum. Das Problem habe ich schon mal gehabt, wo ja nichts steht hier. Also schicken wir Gleis 1 rüber. Dann haben wir hier Gleis 51. Comment. Der kommt von hier wieder an. Dum 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 dum. So, da ist die 5304 gleich hinter. Die brauchen wir auch gleich. Und die Energieumwandlung. Dampfmaschinen und Turbinen wandeln Wärme in Antriebsenergie um. Die Wärme entsteht zum Beispiel durch Verbrennung von Kohle, Öl oder in Atomkraftwerken durch Kernreaktionen. Mit dieser Wärme wird in einem Kessel Dampf erzeugt. Dieser strömt mit höherem Druck und hoher Temperatur in die Kraftmaschine und leistet dort mechanische Arbeit, wobei Druck und Temperatur sinken. Anschaulich gesagt dehnt sich der Dampf bei gleichzeitiger Abkühlung aus und treibt die Kolben vor sich her und dreht den Turbinenrotor. Dampfmaschinen zählen zu den Wärmekraftmaschinen mit äußerer Verbrennung. Die Verbrennung findet außerhalb in einem Kessel statt, während zum Beispiel Otto- und Dieselmotoren Wärmekraftmaschinen mit innerer Verbrennung sind. Das Brennstoff-Luft-Gemisch und im Arbeitszylinder, mit innerer Verbrennung sind. Das Brennstoff-Luft-Gemisch wird im Arbeitszylinder gezündet. Genau. Das war die Energieumwandlung. Und wenn der Zug mal ein bisschen Gas geben würde, würde die 3504 gleich auch mit rüber rücken können, ohne dass die Schranke hochgeht. Aber es wird, glaube ich, nicht klappen. Dazu muss er einmal über die Weiche rüber.
Und wir müssen schnell sein. Geht das jetzt schon oder geht da Probleme? Nee, er stellt gleich um. Sehr gut. Ich hoffe, die Schranke bleibt gleich unten, dass er gleich hinterher rücken kann. Den können wir auch schon mal runterfahren. So. Ach so, falsch gemacht. Okay, ja. Ich wollte den haben hier. Hallo? So. Genau, so wollte ich es haben. Und jetzt kannst du gleich hinterher fahren, sodass die andere gleich rüberziehen kann und weg damit. So, da kommt schon 17:08. Die können wir schon mal auf 51 fahren lassen. Wir hoffen, dass er gleich auf grün springt. Jupp. Und damit ist der andere auch schon gesichert. Und da kommt schon die nächste an. Die geht auf Gleis 73 13. Wo bist du? Ach ja, der geht gleich hier direkt hin. Gleis 1 wollte ich fahren. Und kann gleich durchgezogen werden. Shit, 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 shit. Auf Rot wieder schalten. So, Fahrstraßenrücknahmetaste. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nein. Shit, 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 shit. Es sei denn, ich mache hier nochmal rot. Ich gucke mal nach, ob das funktioniert. So. Fahrstraßenrücknahmetaste. F8 was glaube ich, ne? Nee. So. Genau, so wollte ich es haben und den wollte ich jetzt fahren lassen. Fehler gemacht. So, F7, wieder reinsetzen im blauen Punkt. Sonst gibt es hier nachher Stau und das will ich nicht. Und der hat schon Verspätung, glaube ich, jetzt hier. 35:04. Ne, der hat andere. Wo ist denn der? 35:04, wo bist du? Da hinten. So, 73, 13, wo geht der hin? Der fährt direkt durch, habe ich gesagt. Und 76, 05 geht auch aufs Gleis 52. Wenn er durch ist, kann der andere gleich runterrücken da. Oh Mann, kompliziert. Noch hat er keine Verspätung, das ist gut. Die 39. Aber schon bei der nächsten Einfahrt ins nächste Block wird er wahrscheinlich eine Verspätung angezeigt bekommen. Nun fahr raus, so guter Zug. Ja, bei Weichen muss er mal langsamer sein, leider. Ja, und solange er rausfährt, der Kurbeltrieb. Die hin- und hergehende Bewegung des Kolbens wird über ein Gestänge an der Kurbel in eine Drehbewegung der Kurbelwelle umgesetzt. Die gelenkige Verbindung zwischen der gerade geführten Kolbenstange und der schwingenden Treibstange heißt Kreuzkopf. Er bewegt sich auf Gleitbahnen hin und her. Ja, kurzer Text.
Hallo, wieso bist du angehalten? Verrückt? Hallo? Signalstörung. Shit. Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen, Signalstörung. Die Schranke war noch nicht unten. So, dann können wir gleich hier durchziehen. Nee, hat keine Verspätung, die 39. Das ist doch gut. Bin ich nicht gut? So, gib Gas da, damit wir gleich die andere rüberschicken können und die andere runterschicken können. Ach so, da hält sie an. Okay, ist noch rot. Kannst mal wieder rüberfahren da. Über die Weichen. So, und den können wir auch gleich hier hinschicken. Keine Verspätung. Der Güterzug ist ein bisschen langsamer. Entschuldigung. 7313. Aber soll ich der nächste drum kümmern, falls er die Stelle haben möchte? Außerdem ist eh nur eine Regionalbahn. So, gleich kommt einer 6:55 einer ran. Und zwar aus Gleis 2. Das heißt, er kommt von der Seite wieder an hier. Von da drüben. Das dauert natürlich noch. Hier können wir ja auch schon runterfahren lassen langsam, ne? Ach ja, wieder Dings hier, FRT. Was vergesse ich das wieder? FFRT, ne? Oder wie ist es hier? FFRT, genau. Und da sind wir durch. Durch das Hindernis. Jetzt muss der andere noch durchziehen da. Ist gerade am Bahnsteig. Fährt gerade los. Oder fällt gleich an, eins von beiden. So, haben wir ein bisschen Ruhe wieder. Bis auf die Zugnummer 51, der fährt Gleis 1 an. Und die 545 fährt auf Gleis 2 an, ne? Jep. Warum hat sich gebimmelt? Dass du im Bereich drin bist. Hallo? Ach du Scheiße, jetzt muss ich ja gucken hier, warte mal. Fahrplan einsehen. 6:58 ist Abfahrt und der jetzt reinkommt. Hallo? 6:54. Unbekannt, toll. Dann lasse ich, glaube ich, den immer vorfahren. Fahrstraßenrücknahmetaste. Na, können wir F8 drücken hier? Warum geht es jetzt nicht wieder hier, so ein Cheat? Shit, 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 shit. Ja, jetzt habe ich ein Problem.
Da waren meine zwei Probleme wieder. Entsperrtaste, nee, nee. Das ist jetzt ärgerlich. Kann ich die Fahrstraße nicht zurücknehmen hier? Ich bin zu schnell manchmal, ne? Doch, jetzt geht's. Ha. Und den können wir gleich rüber schicken hier. Der ist nämlich wichtiger. So, 7608. 59 ist Abfahrt, genau. Und der andere ist mich schon durch dann. Ach, Manu. Jo, am Bahnsteig, aber wie gesagt, immer muss andere weg sein, bevor ich die freischalten kann. 7608. Aber interessant, ne? Was man Fehler mal machen kann hier. So, der ist weg, der ist weg, der fährt, der kommt noch irgendwie an, noch hier, das ist der da unten. Muss noch auf die Schranke wieder warten. Und da kommt gleich die 51 an. Der fährt aus Gleis 1. Und dann kommt einer aus Gleis 3 noch hier. Köln-Eiffeltor. Und fährt nach Degusa. Cool. Da haben wir wieder so einen Degusa-Zug. Doppelwirkende Maschinen. Die atmosphärischen und die früheren Niederdruckmaschinen waren einfach wirkend. Der Dampf drückte den Kolben nur in eine Richtung. Auf dem Rückweg wurde bei der Niederdruckmaschine keine Arbeit geleistet. Watt hat sehr bald die doppelwirkende Maschine eingeführt. Das Prinzip ist einfach zu erklären. Nehmen wir an, der Kolben steht in einem tiefsten Lager, in seiner tiefsten Lage. Nun wird zwischen Kolben und der Seite und Zylinderboden durch eine Öffnung Dampf eingeblasen. Der sich ausdehnende Dampf treibt den Kolben nach oben. Die Luft über den Kolben entweicht durch eine Auslassöffnung. Ist der Kolben aber angekommen, strömt Dampf durch eine zweite Einlassöffnung zwischen Kolbenoberseite und Zylinderdeckel ein. Der Kolben wird nach unten gedrückt. Durch eine zweite Auslassöffnung entweicht der Dampf darunter. Ist der Kolben unten angekommen, beginnt das Spiel von neuem. Die Ein- und Auslässe werden zum richtigen Zeitpunkt durch Ventile und Schieber geöffnet und geschlossen. So, der geht aufs Gleis 3 und er geht dann nach Degusa. Und der ist weg. Da kommt noch die 107 hinterher. Der geht aus Gleis 1. Hinter Citywagen. So, der ist durch. Jetzt können wir jetzt hier den auf Gleis 1 war das, ne? Scheiße. Gleis 1 fahren lassen, genau. Und ja, das war's dann wieder. Mehr haben wir nicht zu tun. Regionalbahn ist raus, Regionalbahn ist raus. Da kommt schon der Güterzug an. Soll ja kein Problem geben. Die 51 kann gleich durchziehen hier. So, Probleme sind wir los. Muss man schon zweimal hier Rangierbetrieb machen. Beziehungsweise hier Dingstrieb machen, dass sie mal wieder rücknehmen der Fahrstrecke. Klappt ja wunderbar.
Guck mal, das mal testen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Machen wir am besten. Mal gucken, was funktioniert. Mit dem Zählwerk. Natürlich nicht. Wir sind noch mal. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Schade. Wir können mal wissen, wie lang die Züge sind, bis wie viele Achsen es hat. Achse, Grundstellungstaste. Achso, Grundstellungstaste. Würde aber gerne interessieren, wie viel. Naja, egal. Geht nicht. F7 wieder zumachen. Zentralblocks-Hilftaste habe ich noch nie benutzt. So, der geht aufs Gleis 1 wieder. 7:05 Uhr. Und wir fahren weiter mit den Zügen hier lang. Gang, 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 gang. Großartiges passiert zurzeit nicht hier. Verspätung plus 4 plus 2. Waren Sie es von mir oder was jemand anders gewesen? Hört Erlstadt. So, der kann jetzt da lang. Also ich muss hier Dings machen, ne? Einmal so testen, geht natürlich nicht. Und dann machen wir es so. Warum will er nicht? Den muss ich nehmen, ne? Jetzt geht das. Der hat keine Verspätung. Die 56 so wie hat Verspätung gehabt, ne? Ja, angehalten. So, es kommt einer aus Köln Süd, die 107, die geht aus Gleis 1, war es gewesen, ne? Ja. Können wir gleich durchfahren lassen. Ja, ein ganz interessanter Bahnhof. Kann man nicht meckern. Wir haben einiges über Dampfmaschinen kennengelernt. Da kommen noch drei Texte von Dampfmaschine und dann gehen wir zum nächsten Betrieb. Heute wird es eine längere Folge werden als normal. Nicht nur eine Stunde oder anderthalb, sondern über 2 Stunden. Dum, 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 dum. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge hier. Wir sehen uns dann am nächsten Tag. Noch habt ihr hier 40 Sekunden Zeit zu gucken. Geht aber schnell rum. So, er fährt jetzt auf Sicht, die 63221.